In Zelt dramatische Rettung. Bei einem Lawinenabgang am Stauffenker im Berchtesgadener Land sind 3 Männer verschüttet worden. Die 33, 25 und 22 Jahre alten Skibergsteiger waren am Freitagnachmittag unterwegs, als sie von einer Lawine erfasst und über rund 100 Höhenmeter mitgerissen wurden, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Das etwa 100 Meter breite und etwa einen Meter hohe Schneebrett hatte sich in rund 1650 Metern Höhe gelöst. Es riss die Einheimischen mit, die Männer wurden glücklicherweise nur zeitweise oberflächlich verschüttet, so dass sie sich selbst befreien konnten. Am Freitagnachmittag herrschte nach Angaben des Bayerischen Lawinenwarndienstes in den Chiemgauer Alpen erhebliche Lawinengefahr, Warnstufe 3. Ein Ersthelfer, die Bergwacht und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers Christoph 14, versorgten den schwerverletzten 33-Jährigen, den mittelschwerverletzten 25-Jährigen und den leichtverletzten 22-Jährigen und flogen sie ins Tal. Ein Ersthelfer und die Bergwacht versorgten die teils schwerverletzten Bergsteiger. Ein Rettungshubschrauber flog sie anschließend ins Tal, wo sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Just tell me if I'm fine.